Vita auf ihn. Na, sonst wäre er nämlich jetzt tot, aber er stirbt jetzt trotzdem. Nee. Er wehrt sich. Sehr gut. Trotzdem reicht das nicht aus. Wir müssen einfach mehr Schaden machen auf das Ding. Das war gut. Genau. Immer schön her damit, mit den Hype Potions. Magie. Nochmal Feurer. Item, machst du nochmal so ein Ding und gibst das endlich mal Ingus. Der stirbt uns nämlich sonst bald weg. Und du greifst an. Eigentlich heile ich viel zu viel, als dass ich Angriff mache, aber ja. Ja, mach. Bei Ingus ist es auf jeden Fall vorbei. Der ist nämlich schon blind. Ich weiß nicht. Eis und Blitz ist irgendwie besser oder so. Ich weiß es nicht. Ich mach mal Eisra. Du greifst mal an. Du auch. Und du machst wie immer Vita. Vita geht nicht mehr. Ja, super. Jetzt geht das los. Immer her mit den High-Portionen. Hinterher können wir uns immer noch neue kaufen. Das war gut. Das war echt nicht schlecht, Refia. Du machst das. Hoffentlich heilen wir ihn damit nicht mit Eisra. Nö, wir schaden ihm. Wieso ist er denn direkt tot? Voll übertrieben. Manno. Du machst Feurer. Du musst ihn wiederbeleben. Du musst dem eigentlich dann sofort, ja, was geben. Befürchte aber, dass er ihm das jetzt sofort gibt. Oh Mann, scheiße. Okay, das ist gut. Sie erweckt ihn zuerst. Dann können wir ihn auch schneller heilen. Genau. Das war wieder so lala. Eigentlich. Oh Manno. Ja, und der ist wieder direkt tot. Leck mich doch. So viele Phönixfedern haben wir nicht. Oh, ist das nervig. Greif an. Greif das Vieh einfach an. Das ist total gemein. Manno. Wo sind jetzt hier unsere ganzen... Bin ich doof? Bin ich schon vorbei? Hallo, wo sind unsere... Hä? Wo sind denn jetzt die Heilportionen? Da! Oh, jetzt sind die auf der rechten Seite. Voll irritierend. So viele Phönixfedern haben wir nicht, dass wir das so durchziehen können. Bis zum Ende. Das wird nichts. Wenn ich mich doch nochmal verteidigen könnte irgendwie. Aber der haut so drauf. Bitte nicht auf denselben. Danke. Das war gut. Das war gut. Ja, du kannst es wieder mal nicht machen. Dann mach bitte Blitz. Du greifst den so an. Du machst eh nicht so viel Schaden, deswegen machst du wieder so eine Portion. Und unsere Portionen gehen uns langsam aus. Nein, ich bin dran, du Arsch. Nein! Scheiße. Ich meine, wir halten echt gut durch, dafür, dass wir echt nicht so stark
gegen das Ding sind, aber... Oh, jetzt macht er sein dämliches Blitz. Vielleicht hätte ich eher ein Item nehmen sollen. Oh, bei der nächsten Runde stirbt wieder irgendjemand, aber okay. Item. Was können wir denn mal nehmen? Antarktiswind nehme ich jetzt mal. Du greifst wieder an. Du, nimmst eine Portion auf jeden Fall. Eine der letzten, die wir haben. Du kannst gar nichts mehr machen, oder was? Mann, wieder so nutzlos. Haben wir noch irgendwas, was wir dem an Kopf ballern können? Wir hätten auch noch ein Elixier. Das stellt alles wieder her. Auch nicht schlecht. Aber ich will das Ding eigentlich nur noch loswerden. Ich will ihn angreifen. Oh, haben wir denn nichts mehr? Blöd. Schlecht sieht's aus. Echt schlecht. Mein Elixier einfach mal nehmen. Aber wozu? Ja, ich nehme das jetzt. Ist mir egal. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich ihr vielleicht auch noch mal Pfeile gegeben. Mach's platt. Mist. Mist, Mist, Mist. Oh, vielleicht hätte ich das eher Lunes geben sollen. Dann hätte er nämlich jetzt zaubern können. Aber so. Du brauchst auf jeden Fall neue Pfeile. Pfeile, 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 Pfeile. Heiliger Pfeil. Versuchen wir es mal damit. Immerhin kann er jetzt wieder zaubern. Das ist auch gut. Oh Mann, wir haben ja schon 26 Minuten. Ich muss das Vieh jetzt endlich mal töten. Der steckt so viel ein. Und wir machen so wenig Schaden. Das ist einfach nicht gut. Aber es leben noch alle. Ich halte gut durch. Wenn das verteilt macht, ist das in Ordnung. Soll er doch. Jawohl! Yeah! Es war nicht super gekämpft, ich geb's zu. Meine Truppe war einfach gar nicht gut genug, aber ich hab's geschafft. Woo! 5500 Gil und alle leben. Alle kriegen Erfahrungspunkte, so soll's sein. Finde ich gut. Aria. Der Kristall hat sein wahres Licht wiedererlangt. Ich danke euch. Ich nehme dies, die Kraft des Wassers. Aria hat dich mit der Kraft des Wassers gesegnet. Luneth, Aria, sei stark. Du kannst uns nicht alleine lassen. Nein, es ist zu spät. Ihr müsst gehen. Versprecht mir, dass ihr die Dunkelheit besiegen und den Frieden auf dieser Welt wiederherstellen werdet. Oh, das erinnert mich irgendwie an Final Fantasy 7. Aria! Aria! Ein Erdbeben, wir müssen hier raus. Achtung! Aha!
Krieger des Lichts. Ist das jetzt eher so eine Hexe, die ich nachsprechen soll, oder? Ihr müsst Doga ausfindig machen. Es ist der Einzige, der euch bei eurem Kampf gegen Sand unterstützen kann. Findet Doga. Auf dem Kontinent Dalk. Was? Wann? Wie? Wo bin ich? Wir sind in Amor, der Stadt des Wassers. Opa hat uns im Tempel gefunden und hierher gebracht. Wir haben 3 ganze Tage geschlafen und die Welt hat sich zwischenzeitlich ziemlich verändert. 3 Tage? Die ganze Tage? Egal. Aber niemand erinnert sich daran, dass die Zeit stillstand. Es ist, als wäre es nie geschehen. Mhm. Hallo. Hier ist eine kurze Beschreibung eurer Berufe. Weißmagier haben sich auf stärkende Magie spezialisiert. Sie mögen physisch schwach sein, doch ihre Willenskraft ist unübertroffen. Oh ja, Waldläufer sind Experten des Fernkampfs. Mit ihren Bögen können sie selbst aus der hinteren Reihe, ja, mit ihrer Fähigkeit Beschuss entfesseln sie einen Hagel. Ritter sind besonders stolz auf ihre Rohabwehr. Ja. So sieht's aus. Eine Übernachtung kostet 200 Gil. Nö. Wie geht's uns eigentlich? Bestimmt wieder super, ne? Ja, alles wieder tutti. Können wir hier Sachen kaufen? Yeah, wir können uns hier dusselig kaufen. Wieder mit Portionen. So soll's sein. So muss es sein. Denn davon brauchen wir immer was. Vorsichtshalber auch mal 5 davon. Und davon haben wir noch was. Alles klar. Gehört das Luftschiff, das in der Bucht liegt, euch? Golda hat das wohl angekettet, also werdet ihr so schnell nirgendwo hinfahren. Das ist ja toll. Eine Legende besagt, dass 4 Krieger aus dem Land der Dunkelheit das überfließende Licht banden. Das Gleichgewicht war gerettet. Doch nun überwiegt das Dunkel und Goldor sieht in euch Krieger des Lichts. Er hat euer Luftschiff angekettet, um euch vom Kristall fernzuhalten. Mhm. Ich werde mal nur kurz mal einen Cut machen, um zu wissen, wie es mit dem Speicherplatz gerade aussieht. Bis gleich. Ja, lange traue ich mich nicht mehr aufzunehmen. Nicht, dass der Rest dann wieder weg ist. Deswegen laufe ich mal und spiele noch so 5 Minuten oder so. Dann wird wahrscheinlich irgendein Part etwas kürzer werden. Da ich den in der Mitte schneiden muss, weil der Part sonst zu lang wäre. Und wir sind jetzt hier irgendwie, ja, weiß nicht, Kaffee, Schenke. Mir kommt es so vor, als hätte ich schon eine ganze Weile geträumt. In Goldors Schloss soll alles aus Gold gefertigt sein, aber er hat solche Angst vor Dieben, dass er alles wegschließt. Schloss Goldor liegt in den Hügeln, ganz im Süden. Zuerst muss man jedoch durch einen schaurigen Sumpf, wieso er schaurig ist, weil er bodenlos ist und man ihn nie wieder lebend verlässt. Ihr könnt die bodenlosen Sümpfe nur mit den Levi-Grasschuhen überqueren. Delia hatte mal ein paar. Sie wohnt in der Kanalisation. Ah, ein schönes Plätzchen zum Wohnen. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber Zauber sollen an Goldor einfach abprallen. Okay. Oh, können wir wieder Klavier spielen? Yeah, Party! Nee, ist klar. Du. Party in the house. Ja, Lunes hat es einfach drauf. Fantabulös. Das war ja witzig. Das finde ich gut. Ja. So soll es sein. Sind hier eigentlich irgendwelche Verstecke? Würde mich nicht wundern. Dann gehen wir jetzt hier raus. Ach ja, schön. Okay. Aha, wo sind wir jetzt eigentlich? Sucht ihr nach dem Kristall? Dann solltet ihr Goldor aufsuchen. Sein Schloss liegt bei den Sümpfen im Süden. Ja, aber wo sind wir hier überhaupt? Nichts passiert. Ja, nö. Wir leben ja auch alle und uns geht's anscheinend wieder gut. Komme ich hier hinten rüber? Ja. Wer bist du? Der Eingang zur Kanalisation ist verschlossen, seit dort drin Monster aufgetaucht sind. Opa Gil sollte allerdings einen Schlüssel haben. Ach so. Ja, wir haben uns ja verdient nach dem Kampf jetzt hier mal ein bisschen zu shoppen wieder. Oh, was gibt's denn hier Neues so zu kaufen? Wikingerhelm. Ist aber für niemanden da. Wikingerrüstung. Ja, es gibt später die Berufsgruppe Wikinger, habe ich auch schon gelesen gehabt. Wahrscheinlich als nächstes Heldenschild. Diebeshandschuhe. Schade, wir haben ja gar keinen Dieb mehr. Schwarze Kapuze. Das wäre aber mal was für Refia.
Dunkelrobe, schwarzer Gürtel, Chakraband. Aha. Ich werde mal wieder den Beruf ändern jetzt von Ark. Was könnte er denn jetzt mal wieder werden? Wieder Gelehrter? Oder was? Als Weißmagier seit Stufe 18? Ja, gucken wir mal, ob er vielleicht als Gelehrter sich noch vielleicht etwas besser macht, würde ich sagen. Weil er damit halt beides eigentlich könnte. Weißmagie und das andere. Das wäre eigentlich ganz gut. Bei Refia bin ich noch ein bisschen unentschlossen, ob sie auch bleibt als Waldläuferin. Aber ja, sie könnte wieder Dieb sein, sie könnte auch Ninja wieder sein. Ist, ja. Könnte man alles machen. Da ich das nicht weiß, kaufe ich mal eben gerade keine. Ich überlasse es mal euch, dass ihr nochmal überlegt, ob ich das ändern soll. Und dann gehe ich nochmal raus. Also wir können ja jederzeit hier wieder herkommen. Ich will jetzt mal nach den Waffen gucken. Da ist doch das wirklich Wichtige. Eine Streitaxt zum Beispiel. Für, keine Ahnung, Main Gouch oder wie? Gouch? Gouch? Guche? Ich weiß nicht, wie man es am besten ausspricht. Ja, das wäre vielleicht ein Stechtangriff. Und ja, ja, doch, ja, das kriegt er. Das ist es mir wert. Selenebogen, das klingt auch toll. Das war auch teuer hier, der ganze Kram. Blitzspeer, Boomerang. Ach, da könnte sie mit einem Boomerang angreifen. Das ist ja auch cool. Aber ein Pfeil und Bogen ist doch cooler, oder? Angriff 40, Angriff 63. Nö, ich nehme den Bogen dann. Genau. Und dann hätten wir noch eine Madura-Harfe. Für wen auch immer wird das sein, dann später. Echt viele tolle Sachen. Ich weiß jetzt schon, dass ich mich wieder dusselig kaufen kann. 32 Schaden, 30 Schaden. Du kriegst hier dein tolles neues... Ist das eigentlich ein Dolch? Oder ist das, sieht aus wie ein Dolch? Ja, dann hast du halt ein Dolch jetzt. Passt schon. Ja, hier gibt es ganz viele tolle Sachen, die ich kaufen kann. Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, was ich hier kaufe. Wenn ihr Informationen braucht, solltet ihr in die Schenke gehen. Da brodelt die Gerüchteküche. Da waren wir doch schon dran. War auch nicht so viel, was da so... Klar, da wurde uns was erzählt, aber... Ich bin Ältester Gil. Habt ihr schon die Helden von Amor, diese vier Senioren, angetroffen? Nee. Was für Senioren? Gibt's hier Verstecke? Gibt's hier was zum Mitnehmen? Nur deswegen bin ich hier, Opa. Hä? Hä? Ja, dann nicht. Geh nirgendwo hin. Ich mach eure doofen Quests nicht. Mir doch egal. Hier ist die Kanalisation, oder wie? Und wen haben wir hier? Eine Legende besagt, dass vier Krieger kommen werden, um das überschüssige Licht und Dunkel zu bannen. Wuhu, das sind wir. Die Legende ist wahr. Wer sind die denn? Oh, die 12 Käseoster. Die denken doch tatsächlich, dass sie die vier legendären Krieger sind. Unfassbar. Ja, das war witzig. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.